Hast du schon mal Open Air Bändchen getauscht? Ja, ey, sorry! Ja, ich habe das schlechteste Orientierung gesehen, was es gibt. Die Frage ist, bin ich mal in einem anderen Zelt gelandet? Auch da, das ist passiert. Hast du schon mal am Open Air Sex gehabt? Ja. Ja, also das ist ja ein Muss, wenn man ans Open Air geht. Also, nein. Kommen eine andere Frage. Hast du dich am Open Air schon mal in Backstage hineingeschmuggelt? Nein, noch nie. Vielleicht noch nicht so oft am Open Air gesehen, aber vielleicht schaffe ich es heute. Hast du schon mal am Open Air geknutscht? Ja, natürlich! Mit wem und wie und wo, weiß ich nicht mehr. Also, ja, schon mal passiert. Zweimal. Nicht so lange her. Letztes Wochenende am St. Gallen, oder was? Ich sage nicht mehr Informationen. Hast du am Open Air schon mal Platzangst bekommen? Hey, Gott sei Dank habe ich überhaupt keine Angst. Also nein, ich habe es gerne, wenn es viele Leute hat. Und ich habe höchst gerne, ich habe alles gerne. Dem hast du super. Hast du schon mal am Open Air im Zelt geschlafen? Ja, das habe ich tatsächlich, aber es ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, jetzt würde ich das nicht mehr machen. Hast du am Open Air schon mal dein Zelt nicht mehr gefunden? Ja, ich habe noch nie gezeltet am Open Air, aber ich überlege jetzt gerade, ob ich sonst mal das Zimmer nicht mehr gefunden habe. Das ist wahrscheinlich ein paar Mal vor in der Ferien. Das letzte Mal bin ich am Open Air Frauenfest mit 13 oder 14 und wir haben relativ Spass gehabt und nicht wirklich koordiniert, was das Zelt platziert wurde und haben wirklich etwa 2 Stunden lang gesucht. Ja, heute gibt es ja Apple IDs oder die kleinen Tracker. Würde ich empfehlen, das Zelt rein tun. Hast du schon mal crowdsurft? Ja, aber am Open Air St. Gallen ist einmal huren abgegangen. Und dann bin ich, aber ich bin aus dem Publikum, ich habe nicht selber gespielt. Das war ein Konzert und dann bin ich hoch. Ja, man würde es mir nicht geben, meine 130 Kilo, aber sie haben es gegeben. Weißt du, ich musste am Open Air schon mal übergeben. Nein, aber bei anderen Gelegenheiten. Ja, vielleicht nicht gerade am Open Air, aber nachher auf dem Weg heim. Ja. Hast du am Open Air schon mal Bändchen getäuscht? Ja, definitiv. Also wenn du nicht jeden Abend kannst, ist es schon cool, wenn du ein bisschen switchen kannst. Sag dann immer bitte nicht zu eng machen, weil ich muss morgen arbeiten und dann muss es abziehen. Hast du schon mal Open Air Bändchen getauscht? Ja, logisch. Ja, sorry. Vor allem als Teenie irgendwie. Hast du noch kein Geld für ein Open Air. Und dann haben wir immer irgendwie, gerade beim Gurtenfestival von Bern, müssen schauen, wie kommen wir rein. Und ja, können wir den Test machen. Wenn ich müsste, würde ich schon abbringen. Tada! Genau, der Trick. Da kann man es nämlich einfach neu anlegen. Wieder durchziehen von Anfang an. Ich beichte, dass ich am offenen Frauenfeld mal 6 Zelte anzünden da aus Versehen. Ich mit den Kollegen zusammen eine Füllung gemacht aus Zündwürfel. Dann ist der Seko gekommen mit einer Flasche Wasser und wollte es löschen. Und dann ist es explodiert und alle Zelte entbrennt. Und wir sind rausgeworfen worden aus dem Frauenfeld. Ich habe eigentlich ein Verbot, aber das ist mein erstes Mal, seitdem ich wieder im Frauenfeld bin. Yay! Schönes Open Air, meine Lieben. Ich liebe euch. Bis bald.